jetzt hier den Abstand zum Boden von knapp 3 cm. Hier fängt also der Schwattrand an. Wenn ich jetzt hier mit dem Schlepper drüber fahre, hier andrücke, sind die wenigsten Pickups in der Lage, dieses in die Stoppe, in den Boden gefahrene sauber aufzunehmen. Für ein gutes Arbeitsergebnis erwarten wir bei der Einstellung des Schwaders drei wichtige Dinge. Das ist auf der Aufnahmeseite, dass wir da keinen Vertikutiereffekt bekommen. Eine angepasste Zinkengeschwindigkeit, die bei der Zapfwelle 350 bis 400 Drehzahl erwarten lassen, Maximum. Und zur Abgabeseite hin einen schönen, exakten, steilen Schwattrand, der mit negativem Sturz erzielt werden kann.